Hallo, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Ja, endlich ist es soweit, der lang ersehnte Solartest. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht? Fragezeichen? Nein. Ich habe vor einem Jahr, über einem Jahr, den Solartest gemacht. Ja, es hat sich leider Gottes verzögert. Viele Skeptiker haben mir schon unterstellt, ich hätte die Ergebnisse getürkt, beziehungsweise habe die, ich tue das nicht mehr darstellen und bla bla bla. Ganz ehrlich, Leute, ist mir egal. Ich werde das Ergebnis präsentieren. Viele von euch wollen es wissen. Warum ich das Ergebnis jetzt ein bisschen rausgezögert habe, habe ich jetzt mehrfach gesagt, auch in meinem letzten Video. Wir haben einfach auch andere Dinge zu tun. Und so ein Solartest macht sich mal nicht eben aus der Hüfte. Wir haben alle Daten auf Excel-Tabellen eingetragen, händisch eingetragen. Es ist ein Riesenaufwand, das alles zu pflegen und zu tun. Also wir leben aber von der Firma und ja, somit hat es alles halt eine kleine Verzögerung gegeben. Ich lebe nicht von YouTube, ich lebe nicht von solchen Tests. Das war ein reiner Eigeninteressetest. Der ist auch überhaupt nicht maßgeblich, sprich offiziell. Es ist kein Test, der, keine Ahnung, irgendwo verpflichtend ist oder irgendwelche Normen erfüllt, wie mir ja schon unterstellt wurde von namenhaften anderen begeisterten YouTubern. Ich würde hier, das alles Scheiße, wurde es ja genannt, wenn ich meine Platten hier im Garten auflege. Daraufhin habe ich mir ein paar Mal überlegt, überhaupt noch was zu bringen diesbezüglich, aber was soll's, gib ihm wieder Stoff und soll ruhig dann wieder schimpfen, liebend gern, habe ich keinen Schmerz damit. Der Solartest war aus eigener Neugier. Ich habe den Test deswegen gemacht, weil ich den Unterschied einfach wissen wollte zwischen normale Module, zwischen der hochgelobten Backkontaktzelle, die auch wirklich, betone ich immer wieder, auch wirklich gut ist. Aber ich wollte auch wissen, was ist denn der Unterschied wirklich zwischen einer Leerlaufspannung von 30 Volt oder 50 oder 60 Volt? Spiegelt sich das wieder? Inwieweit spiegelt sich das wieder? Das ist ja alles maßgeblich für meine Entscheidungsfindung. Welche Module kann ich denn getrost empfehlen und meinen Kunden weitergeben? Und für mich gibt es ein ganz klares Ergebnis und auch die großen Skeptiker, die Backkontaktzelle so verteidigt haben und Hochvoltmodule so an den Pranger gestellt haben und erklärt haben, der Solarregler blinkt blau, der lädt, da brauche ich ein Hochvoltmodul dazu. Ja, stimmt, aber wie lädt er halt? Und genau die bieten jetzt auch Hochvoltmodule an. Ich frage mich warum, aber wird schon sein Grund haben. Und ich bin auch der große Verfechter davon und das Ergebnis werden wir jetzt gleich auch im Solartest, wo ich gemacht habe, nochmal sehen und werde das auch dementsprechend nochmal wiedergeben in Zahlen, wo einfach das Hochvoltmodul schon zig Nasenlängen voraus ist. Muss man einfach sagen. Das ist einfach so. Hat ja auch seinen Grund und wenn man die Elektrotechnik so ein bisschen versteht, dann weiß man auch, warum das so ist. Bildlich gesprochen ist es einfach was anderes, wenn ich 60 Volt habe oder wenn ich nur 30 Volt habe, weil wenn 60 Volt einbrechen, bleiben halt immer nur 30, 35, 40 Volt übrig. Wenn 30 Volt einbrechen, bleiben halt nur noch 15, 16, 17 Volt übrig. Da kommt halt nichts mehr. Während bei 30, 40 Volt halt immer noch eine Ladung kommt. Und genau den Unterschied habe ich erfahren, spüre ich an meinem eigenen Wohnmobil, weil ich auch Hochvoltmodule an meinem Fahrzeug auf dem Dach habe und spüre ich auch hier im Solartest, wie die restlichen Platten auch alle abschneiden. Das gehen wir alles in Zahlen durch
Und dann schauen wir uns das Ganze einfach noch einmal auf dem Computer an. Und ja, dann lasst uns einfach mal kurz loslegen. Hier noch einmal zur Erinnerung der aufgebaute Solartest. Die Platten sind dreckig, die Platten sind ein bisschen teilverschattet. Ja, das Gewächs hier ringsherum wurde immer ein bisschen beseitigt. Wir haben es aber absichtlich immer so ein bisschen in der Teilverschattung liegen lassen, weil natürlich auch Teilverschattung und Dreck auf den Dächern der Wohnmobile ganz normal ist. Auch ein Grund, warum natürlich die Platten in der Regel, wenn man sie pflegen will, immer geputzt werden sollten, beziehungsweise schon versuchen sollte, wenn man einen bestmöglichsten Ertrag haben möchte, damit die immer relativ sauber sind. Ist ganz klar. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Wir fangen hier links an mit einer Büttner-Platte, Blackline. Dann haben wir hier dieses JWS-Modul, das günstigste Modul im Glied. Dann fangen wir hier an mit der Activifier von WCS und machen da weiter mit dem Hochvolt-Modul von WCS. Und ganz da hinten am Schluss haben wir die SunPower Backkontaktzelle, wo manch einer ja so extrem drauf schwört. Finde ich auch ein super Modul, muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber vom Ergebnis her gibt es für mich trotz alledem einen ganz klaren Favorit. Anhand der Zahlen, wo hier liegt, ist es auch ganz deutlich rauszulesen, was da der Fall ist und wie sich das verhält. Und dazu schauen wir uns jetzt einfach nur mal die Zahlen ganz genau an oder genauer an und gehen das Ganze einfach nochmal durch. Auch hier nochmal ganz kurz zum Versuchsaufbau. Wir haben hier einen Lithium-Akku hängen, wir haben 5 Solarregler, hier einen Wechselrichter mit einem Radiator, Relais gesteuert, das heißt, der Schwellwert liegt bei 90%, wenn der Akku zu 90% geladen ist, schaltet das Relais durch, der Radiator schaltet ein, so ist eine ständige Entladung gewährleistet, sodass die Solarregler immer durchladen können. Also das funktioniert tadellos. Das auch nochmal hier zu dem Versuchsaufbau, wie der hier funktioniert hat und wie wir den Test durchgeführt haben. So, hier sehen wir meine Excel-Tabelle. Also, ich scrolle jetzt einfach mal durch, weil die ganzen einzelnen Zahlen müssen wir natürlich jetzt nicht hier durchgehen. Ihr seht, hier haben wir den 24. Januar gestartet, haben wir Strom am 19.02. Das ist nahezu ein Jahr Aufzeichnung. Hier sind zugegebenermaßen wenige Lücken drin. Da sind wir leider Gottes ein paar Daten verloren gegangen. Aber vom Grundsatz her spiegelt es schon ein Jahr wieder. Es sind ein paar Kleinigkeiten, wo da fehlen, aber das ist eigentlich nicht weiter dramatisch. Zu Beginn das JWS-Modul, das günstige, wo am Anfang relativ gut dabei war, das hat mich leider hier im September, Anfang September komplett verlassen. Das ist kaputt, das hat den Dienst quittiert, war am Anfang von den Erträgen her gut dabei, aber leider Gottes hat die Lebensdauer von dem Modul nicht allzu lang gehalten. Ich habe daraufhin einmal ein bisschen recherchiert und habe auch den ein oder anderen Kommentar diesbezüglich gefunden im Internet, natürlich auch auf der Amazon-Seite unter den Rezensionen, wo genau dasselbe geschildert war, der teilweise auch schon defekt angeliefert worden ist. Ich habe Glück gehabt, meins hat funktioniert, aber dann eben auch Probleme mit der Reklamation. Auch ich habe es reklamiert, aber das ja, dauert halt einfach ein bisschen. Also da sind sie nicht ganz so gewieft oder beziehungsweise so fit. Das ist halt, ja, da muss man halt sagen, da spiegelt sich halt dann doch schon wieder der Preis ein bisschen nieder, weil die Problematik einfach ist, Ansprechpartner, Service und so weiter, ist natürlich bei dem Preis auch ein bisschen schwer zu gewährleisten. Muss man ganz klar sagen, das ist einfach so, hat damals 95 € gekostet, ich habe recherchiert, mittlerweile liegt es glaube ich bei 130 € das Modul, aber halt keinerlei Ansprechpartner und so weiter. Ich habe dann auch wieder beim JWS-Store mal nachgegoogelt, wo man das Modul auch direkt bestellen kann. Die haben auch nur einen Stand, weil halt eben genau das die Problematik ist. Ist das Modul kaputt, auf eigene Kosten zurückschicken und riesen Gelama, riesen Barbar, braucht kein Mensch. Kaufe ich oder habe ich dann letztlich doch einen Haufen Kosten und muss dann doch andere Module verbauen. Also
da kann ich sagen, die Leistung ansonsten nicht schlecht, aber ich nehme aus dem Grund beraterisch komplett Abstand von dem, weil das bedeutet nur Ärger. Also für mich ein No-Go. So, gehen wir weiter von den restlichen Platten. Ich habe hier oben den Kopf. Hier sehen wir die Gesamtwerte von einem Jahr. Fangen wir dann hier an bei der Büttner Platte. Hat hier 96.371 Wattstunden, macht 7.413 Amperestunden. Ist schon eine Leistung, muss man sagen, aber für mich trotzdem für eine 130 Watt Peak Blackline Modul schon ein bisschen enttäuschend. Weil wenn ich jetzt weitergehe, sage ich jetzt mal, auf die WCS Active Wire, nicht aufs Hochvoltmodul, hat von der Voltzahl her ein bisschen höhere Werte wie jetzt die Büttner Platte, aber selbst die schneidet schon wesentlich besser ab. Hier habe ich nämlich schon 106.320 Wattstunden, also sprich 8.178 Amperestunden. Also da ist die Büttner dann schon sehr enttäuschend und somit auch in der ganzen Reihe das schlechteste Modul, muss man einfach so sagen. Das ist leider so, das ergibt meinen Test, was mich selber sehr erschrocken hat, weil ich dachte eigentlich, die Büttner Platten sind schon sehr gut, aber in dem Fall nein, also die ist vom Ertrag her eigentlich die schlechteste Platte. Die beste Platte ist das Hochvolt-Modul von WCS, ja, ist so, wie manch Prophet von YouTubern das ja auch schon vorausgesehen hat, war aber auch, sage ich mal, relativ schnell in den Einzelwerten absehbar, dass das passiert, weil halt einfach ein Hochvoltmodul mit 60 Volt ganz andere Leistungen schiebt. Das ist einfach so. Und wenn wir einfach mal angucken, das ist eben genau das, was ich immer predige, ein Hochvoltmodul, wenn einbricht, wenn Wolken kommen, Teilverschattung kommt, dann kommt aber immer noch was runter. Und genau das sehen wir hier. 121.768 Wattstunden, sprich 9.366 Amperestunden. Das ist schon eine Menge Holz. Muss man einfach so sagen, das ist schon echt heftig, sind 2.000 Amperestunden mehr wie die Büttner Platte. Ja, kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich finde es hervorragend. Finde ich schon von der Leistungskategorie her richtig, richtig geil. Also das ist einfach meine Meinung und das sieht man auch hier an meinen Zahlen. Das ist so, da kann man kein Hehl draus machen. Gehen wir zur SunPower Back-Kontaktzelle, die auch nicht schlecht ist, die ja auch einen guten Platz belegt hat, teilt sich das fast mit der WCS Actifier. Da ist nur minimal Unterschied, das würde ich jetzt unter den Tisch kehren. Also die zwei sind in Augenhöhe, kann man schon grob sagen. 8107 zu 8178, also das ist Peanuts für ein Jahr. Beide haben über 105.000 Wattstunden auf die Uhr gebracht, also das ist schon in Augenhöhe. Jedoch ist es halt einfach so, dass kein Hochvoltmodul ist halt einfach kein Hochvoltmodul. Und da sieht man halt zwischen den beiden ganz klar den Unterschied. Und nichtsdestotrotz hat natürlich im Gegenzug zu manch anderer, die argumentiert haben, man braucht kein Hochvoltmodul oder Reihenschaltung wäre totaler Quatsch. Wo ich ja dann mal ein Auto da hatte und habe die Module umgeschalten und habe die in Reihe geschalten, weil sie einfach mehr Power haben, wenn man mehr Volt zur Verfügung hat. Und das ist einfach hier die Quintessenz. Wenn ich mehr Volt habe, wenn ich mehr Power habe durch höhere Voltzahl mit den MPPT-Regler, der dann den Maximum Powerpoint raussucht, habe ich eigentlich eine wesentlich höhere Frequenz oder wesentlich höheren Ertrag. Das ist einfach so und das hat hier der Test auch dementsprechend ganz klar wiedergegeben und sagt es auch aus. Und nicht umsonst hat die Firma SunPower mit ihrer Backkontaktzelle jetzt ja auch ein Hochvoltmodul herausgebracht, wo auch diejenigen vertreiben, die vorher gesagt haben, braucht man nicht, alles Quatsch, alles Nonsens. Also nein, es ist eben nicht Quatsch. Ein Hochvoltmodul hat einfach seinen Sinn und hat seine Berechtigung. Und ich
muss jetzt ganz ehrlich sagen, dieser Test ist natürlich dadurch, dass er ein Jahr läuft, jetzt auch mit den jeweiligen Platten schon wieder etwas in den Hintergrund gerutscht. Es gibt ja schon wieder neue Platten, wie zum Beispiel von der SunPower das Hochvolt-Modul. Auch von der Firma WCS gibt es ein neues Modul mit 80 Zellen. Auch das möchte ich nochmal rannehmen und auch hier werde ich wahrscheinlich, weil der Test steht ja, ist ja wurscht, wenn ich da jetzt einfach mal andere Platten dranhänge, den Test noch einmal wiederholen und werde da wahrscheinlich jetzt mal andere Platten dazu hängen. Warum? Einfach um andere zu ärgern? Nein, Quatsch. Natürlich, um für mich wieder Erfahrungen zu sammeln, um für mich wieder neue Daten zu sammeln, weil das ist schon eine Erfahrung, die mir echt viel hilft, in meiner Beratungsqualität zumindest, wie ich dann entsprechend meine Kunden beraten kann. Und für mich ist einfach das Hochvolt-Thema ein Thema, also sprich die hohe Leistung an Volt mit 50 oder 60 Volt, weil man einfach aus dem Platz, dadurch, dass die Platten flach liegen, ineffizient sind, wesentlich mehr Kapazität rausholen kann mit dem richtigen Regler. Und das macht natürlich dann schon richtig Spaß. Gleichzeitig möchte ich auch noch mal einen kleinen Test machen mit verschiedenen Reglern. Mit einer und derselben Platte, aber mal verschiedene Regler testen, ob auch hier sich Unterschiede auftun. Auch das ist ein Riesenthema, wo mich interessiert. Und das werde ich jetzt in den nächsten Monaten und Wochen aufgreifen und sukzessive dann auch immer wieder berichten davon. Ja, so viel zu den Zahlen. Beim Hochvolt-Modul gehen wir mal kurz durch. Also wenn ich hier mal in den Sommer reingehe, ne, jetzt sind wir hier im Juni, Juli, wenn ihr da mal, schaut mal hier August, da sind schon Zahlen drin, ne, 710, 520, 790, also wenn wir das jetzt hier mal vergleichen, zack, dann habe ich hier halt 650, 720, 520, also das ist schon krass. Da hat das JWS-Modul auch noch mitgemacht mit 710, hat uns aber dann halt hier verlassen, weil eben leider defekt. Ja, so viel zum Thema, so viel zu meinem Solartest. Nochmal zur Wiederholung und zur Erinnerung für alle Skeptiker, für alle Kritiker. Das ist ein rein privater Test, unterstützt nur meine Beratungsqualität bei mir hier in der Firma, bei Miga Caravan in Dingisbühl. Das ist kein Test, um irgendjemand an die Karre zu pinkeln oder irgendjemand was Böses zu wollen. Es ist nur ein Test für meine persönliche Interessensthematik, damit ich für mich weiß, wie ich weiter verfahre in meiner Beratung. Ja, für mich ein klarer Favorit. WCS-Module, Hochvolt-Module sind schon der Maß aller Dinge, zumindest das, was ich hier in meinem Betrieb anbiete. Ich muss sagen, die Backkontaktzelle nicht schlecht. JWS hat ein bisschen verloren, oder was heißt hat ein bisschen verloren? Hat ziemlich verloren, weil natürlich im Sommer durch die Hitze extreme Einbrüche da sind. Dann natürlich auch die ganze Gewährleistungsgeschichte und so weiter, muss man auch immer sehen, weil die JWS-Module liest man auch im Netz nicht wirklich Gutes. Also das ist halt einfach so. Und auch im Sommer hat man ja gesehen, in den Zahlen packen die ganz schön runter und kommen damit eigentlich gar nicht mehr so richtig klar. Büttner-Modul für mich persönlich enttäuschend. Preis-Leistungs-Verhältnis echt schlecht, muss ich wirklich sagen. Weil die Platte ist sehr teuer im Verhältnis zu dem, was sie bietet. Mein persönliches Fazit. Und die Backkontaktzelle gut für das, was sie ist, für das, was sie kann, aber halt kein Hochvolt-Modul. Gibt es ja jetzt auch jüngst als Hochvolt-Modul, hat seinen Grund, warum sie es gemacht haben. Angeblich ja vorher nie. Wurde ja mal groß angekündigt, warum die Firma SunPower erklärt, dass man das nicht bräuchte. Komisch, jetzt haben sie es. Immer so, ja, Vater-Ball-Geschmack. Keine Ahnung, warum das so behauptet wurde. Aber gut, egal. Jedenfalls, die Logik spricht dafür, dass die Hochvolt-Module effektiv mehr Leistung runterholen. Wir müssen ja immer dazu sagen, die Solarplatten liegen flach auf unserem Dach. Grundsätzlich ja schon mal echt Mist. Sonnenausgerichtet wäre natürlich wesentlich effektiver, wesentlich besser. Können wir uns aber alle nicht irgendwie leisten, will ich nicht sagen, können wir nicht bewerkstelligen. Dazu bräuchten wir ja
ein Gestell, wo sich sonnenausgerichtet dreht. Im Fahrzeugbereich hat sie das halt so noch nicht durchgesetzt, beziehungsweise auch noch nicht wirklich was Schlaues auf den Markt gekommen diesbezüglich. Dann würde man sich natürlich Platten einsparen, weil man wesentlich mehr Effizienz hätte. Ich würde fast sagen, also schätzungsweise werden das schon 40-50% sein. Also nehme ich jetzt einfach mal an. Und dadurch, dass sie flach auf dem Dach liegen, sind wir natürlich jetzt auch nur darauf angewiesen, dass wir einfach die effizienteste Zelle haben. Und da ist halt einfach das Hochvolt-Modul schon genial, weil die jetzt aus der Ineffizienz, weil das flach auf dem Dach liegt, durch die Hochvolt-Technologie einfach noch wesentlich mehr runterholt. Und da spürt man dann schon eindeutig, dass ich mehr Ertrag habe über einen längeren Zeitraum. Kann man immer so und so sehen. Ich finde, für mich war der Solartest sehr aufschlussreich. Ich habe das erfahren, was ich erfahren wollte. Der Vergleich war auch innerbetrieblich, war auch nur für mich gedacht. Nochmal kein Stiftung Warentest, kein maßgeblicher Test, der irgendwie für irgendjemanden an den Kragen soll oder irgendwas darstellen soll, sondern ich war einfach neugierig. Ich habe euch mitgenommen und ich habe euch daran teilhaben lassen. Das war mein Hintergrund, weil ich immer gesagt habe, es gibt viele Tests, die mal schnell drei Platten in die Sonne schieben und innerhalb von einer Stunde dann rauslesen, die bringt mehr oder die bringt mehr. Da habe ich mich nur so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich sage, so kann man das nicht machen, weil eine Platte kann sich so oder so entfalten, weil die eine hat hier Stärken, die andere hat da Stärken und das stelle ich nicht fest, indem ich mal schnell eine Platte oder zwei Platten in die Sonne schiebe und dann ablese, was da passiert. Das ist nur eine Momentaufnahme. Und so muss man natürlich dann mehrere Tage, am idealsten natürlich eben, wie es wir gemacht haben, die 365 Tage, genau über den Winter auch, die Dinger laufen lassen und aufzeichnen und dann dementsprechend darstellen, was aber auch echt viel, viel Arbeit ist. Muss man ganz klar sagen. Ich habe ein paar Lücken auch, bin ich auch ganz ehrlich in dem Test, weil ich nicht immer alle Tage hundertprozentig erwischt habe. Somit fehlen ein bisschen Daten, aber vom Querschnitt her ist es dann doch schon wieder aussagekräftig. Für mich zumindest ausreichend, um hier eine klare Empfehlung auszusprechen. Und das war auch der Grund, warum ich diesen Test ja für mich gemacht habe, damit ich ruhigen Gewissen meinen Kunden einfach was Gutes empfehlen kann, ein gutes Produkt weitergeben kann, was dann auch dementsprechend wirklich effizient ist und meiner Meinung nach momentan auf dem Markt schon eine echte Nummer ist. Und da kann ich einfach nur sagen, ist das WCS-Modul, Hochvolt-Modul mit 60 Volt, wie auch das neue Modul, was ich noch nicht getestet habe, wo aber noch einen Ticken hat, mit 80 Zellen, auch echt richtig klasse ist. Also da muss man einfach sagen, da kommt schon richtig Power runter und soll erstmal ein anderer Hersteller bzw. Plattenhersteller nachmachen, diese Effizienz. Das ist schon toll. Also das muss man sagen. Und ja, wie groß die Unterschiede sind, ist natürlich jetzt immer relativ. Aber für mich ist schon Preis-Leistungs-Verhältnis beim WCS-Modul auch immer mit der Garantieleistung, mit dem Service dahinter stehend, was WCS bietet, schon eine Nummer, muss man ganz klar sagen. Und jetzt kommt ihr wieder und sagt, WCS verliebt. Sorry, ja, bin ich. Habe ich aber auch schon 100-mal erklärt. Ich kämpfe gerade wieder mit bestimmten Herstellern, wo es wieder darum geht, Akkus einschicken, wieder drauf warten. Die liebe Firma mit den orangenen Akkus, wo einen ganz, ganz tollen Service hat oder auch andere namenhafte Hersteller, wo dann 12 bis 13 Wochen Sachen brauchen, bis sie repariert zurückkommen. Sorry, davon distanzieren wir uns einfach immer mehr. Möchte ich nicht mehr. Und dann werde ich oft immer mit der Firma Victron konfrontiert. Auch da werden Dinge eingeschickt. Ist natürlich auch eine tolle Geschichte, muss man ganz klar sagen. Aber wir haben uns halt für diesen Weg entschieden und für diese Marke entschieden. Und ich glaube, als Inhaber habe ich auch das Recht dazu, mich zu entscheiden und muss auch sagen, dass die Platten auch dementsprechend schon echt eine tolle Nummer sind, muss man einfach sagen. Aber die Zahlen haben es ja für sich gebracht und somit glaube ich, ist das eine ja, schon faire Geschichte gewesen.
Ja, jetzt möchte ich mich bei euch bedanken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund und ich freue mich schon wieder aufs nächste Video. Da haben wir wieder speziell Akkutausch angeteasert, was da Sache ist. Wie tausche ich einen Akku? Wird ja immer behauptet, 1:1 Lithium gegen ABM oder Gel ist ja überhaupt kein Problem. Auch da wieder mal ein Beispiel, wie einfach 1:1 Tausch ist. Totaler Schwachsinn, aber gut, ist so. Auch da haben mir schon manche gerügt, aber schaut euch das Video einfach selber an. Ich wünsche euch alles Gute. Über einen Daumen nach oben freue ich mich, genauso wie über ein Abo. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.